Hallo und herzlich willkommen bei Wellines statt Wellistress. Heute möchte ich euch meinen Schwarm vorstellen. Nein, nicht der. Ich habe einen Vogel. Besser gesagt, ich habe 6, eine fröhlich bunte Rasselbande. Der erste ist der Leo Löwenzahn, ein naturfarbener Standardwellensittich. Das heißt, er ist ein bisschen größer als die kleinen Hansebubis. Der Standard- oder Schauwellensittich sollte eigentlich nur ruhig im Käfig sitzen und bei Ausstellungen schön ausschauen. Der Löwenzahn denkt aber nicht einmal dran. Er ist lebhaft, agil und quatscht den ganzen Tag. Und er balzt alles an, ob es jetzt Federn hat oder nicht. Die Limone, die Pinsel, die Björkhenne Spatz, den Herrn Wolke, mich und sogar den Wellibaum. Das ist der Herr Wolke, weiß und blau wie der Himmel im Mai, ein richtiges Traummännlein. Er ist ein dunkelblauer Sprangel Standardwellensittich. Der Herr Wolke hat während der Mauser auf einem Flügel alle seine Schwungfedern verloren und hat jetzt eine Zeit lang zu Fuß gemessen. Eigentlich ätzend für einen Vogel, der Wolke heißt. Jetzt wachsen aber die Federn wieder nach. Der Leo Löwenzahn und der Herr Wolke waren die ersten Standardwellis, die bei mir eingezogen sind. Und ich habe denen nur so viel bieten können, die zwei waren so eitel, dass stundenlang im Vorraum vor dem Spiegelschrank gesessen sind. Na, wartet's mal, euch werde ich helfen, habe ich mir gedacht. Ihr braucht einen neuen Schwarm. Da habe ich die sonnige Limone dazu geholt. Die Limone ist ein grau-grüner doppelfaktorischer Sprangel-Standardwellensittich. Also nur einmal zum Mitschreiben. Ein grau-grüner doppelfaktorischer Sprangel-Standardwellensittich. Nein, das ist nicht das falsche Bild. Die Limone ist so gelb. Die Farbbezeichnungen der Züchter ergeben sich aus der Erbfolge und den Grundfarben blau-weiß oder grün-gelb. Bei einem doppelfaktorischen Sprangel fehlen die Grün- oder Blauanteile. Deshalb ist die Limone gelb. Sie ist wirklich ein typischer Ausstellungsvogel, der da sitzt und sie bewundern lässt. Die Wellis brauchen aber keinen Preis als Bestätigung für ihre Schönheit. Sie sind eh so auch schon eitel genug. Die fesche Hen hat mit ihren leuchtend gelben Federn sofort die ganze Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Einmal hat dem Leo den Kopf verdraht und einmal dem Herrn Wolke. Und siehe da, der Spiegel war nicht mehr interessant. Leider ist dann immer einer das fünfte Radl am Wagen gewesen und alleine in der Ecke gesessen. Und dann ist Pinsel gekommen. Sie schaut aus, als hätten wir ihr mit einem Pinsel Punkte ins Gesicht gemalt. Sie ist eine normale Mauve-Gelbgesicht-Halbstandard-Henne. Normal bezeichnet die Flügelgefiederfarbe und nicht den geistigen Zustand, obwohl ich mir bei der Pinsel da nicht ganz so sicher bin. Pinsel ist total verrückt. Sie war das Küken. Gerade halt einmal, dass sie mit Messer und Gabel umgehen gelernt hat. Sie nervt und beansprucht alles für sich alleine. Sie führt sie auf wie ein wilder Teenager, saust im Zimmer umeinander, segiert die anderen und zieht sie am Schwanz. Manchmal reißt sie ihnen sogar die Federn aus. Oje, das geht nicht gut, habe ich mir gedacht. Dann habe ich einen Haufen Spielzeug besorgt, damit sie sich abreagieren kann. Und siehe da, das hat geholfen. Wie bei einem Teenager, dem du ein Tablet in die Hand drückst. Jetzt ist zwar immer nur ein Zappel Philipp, wird aber langsam erwachsen und ist in der Jungmauser. Das bremst ihr Temperament ein bisschen ein. Leo jedenfalls ist bis über beide Ohren in sie verliebt. Das zuckerlrosa Vogel da ist Himbeer. Bär wie Teddybär. Er ist ein Opalin-Börkhahn und die Spatz eine naturfarbene Henne. Und weil sich die Australier alle gut miteinander vertragen, habe ich die zwei als Farbtupfer in meinen gemischten Sittichschwarm. Gott sei Dank gibt es auch genug Rückzugsmöglichkeiten im Wellizimmer und einen eigenen Börkekäfig, sodass die auch mal Ruhe vor dem Pinselgeier haben können, wenn er es wieder mal zu bunt treibt. Himbeer und Spatz sind im Allgemeinen ruhig und gelassen, aber auch ein bisschen schüchtern. Wenn es aber Kolbenhirse gibt, dann kommen auch die zwei zu mir auf den Schreibtisch. Bis auf die Börkis gingen wir schon alle auf den Zeiger. Den Zeigefinger meine ich. Alle fressen wir aus der Hand.
Sie tanzen mir aber gern auf dem Kopf umeinander und so mancher pfeift drauf. Auf jeden Fall bringt die fröhlich bunte Rasselbande ordentlich frischen Wind in mein Leben. Man konnte einer stundenlang zuschauen. Du hast dich also schon mit dem Gedanken gespielt, ein buntes Vogel zu kaufen? Ein Vogel, das mit dir quatscht, spült, schmust und am besten auch noch lustige Witze erzählt? Dann schreib mir in den Kommentar, was du über Wellis wissen möchtest, bevor du dir eins anschaffst. Ich gebe dir die Antwort und mache ein Video drüber.